Wir wohnen im Kaninchenbau. Den Namen habe nicht ich erfunden. Und auch niemand sonst aus meiner Familie, obwohl das echt sein könnte. Unser Haus wird irgendwie schon immer so genannt. Es war mal als Schimpfwort gedacht, weil hier auf 5 Stockwerken so viele Leute wohnen, dass man echt den Überblick verlieren könnte. Aber was soll ich sagen? Es klappt ziemlich gut. Das tue ich, weil ich die kindliche Perspektive auf die Welt sehr mag. Und es zum einen mag, mich da rein zu versetzen, zum anderen aber auch finde, dass man Kindern durch Literatur sehr viel mitgeben kann für die Zukunft. Stefanie Traschinski, Jutta Nymphius und Andrea Schomburg kamen eines Tages auf die Idee im Gespräch, wir müssen uns vernetzen. Hier sind so viele von uns und jetzt haben wir es getan.